Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, wir stehen hier wieder in Moorland, denn es geht weiter bei Konrad. Da müssen wir noch die Quest mit den Hufeisen weitermachen. Und endlich geht es hier weiter. Das dauert ja auch Ewigkeiten, bis man die Hufeisen hier fertig hat. Deswegen bin ich ganz gespannt, ob wir heute tatsächlich die Hufeisen kriegen oder ob wir wieder ein bisschen warten müssen. Mal sehen, was der gute Konrad zu sagen hat. Dritter Schmiedetag. Ich weiß auch nicht genau, wie lange wir brauchen zum Schmieden. Mal sehen. Hör nun zu, Mandy. Jetzt machen wir mit der Arbeit an deinen Hufeisen weiter. Du weißt jetzt, was zu tun ist. Wir werden genau das gleiche machen, aber in einer anderen Reihenfolge mit mehreren Wiederholungen. Befolge meine Anweisung genau. Bitte, hast du eine Zange und meinen Hammer. Sie sind bereit, benutzt zu werden. Okay. Also nochmal das gleiche. Dann machen wir das. Und dann müssen wir bestimmt wieder warten. So, wie geht's los? Gut, erhitze das im Ofen. Das ist eigentlich ja immer der erste Schritt. Wäre natürlich auch sehr sinnlos, wenn es ein anderer Schritt wäre, den wir zuerst machen würden. Und einmal kühlen im Wasser. Zack. Komm, nochmal kühlen im Wasser. Nee, erhitzen im Ofen. Ach ja, der Ofen ist so schön kuschelig warm. Das ist doch schön. Okay, auf den Amboss. Das ist übrigens mein Lieblingsteil auf den Amboss, weil es sieht so toll aus, wenn sie da immer raufschlägt. Guck mal, es sieht auch schon wieder aus wie so ein Viertel Hufeisen. Und noch einmal kühlen. Jetzt ist es wieder im Ofen. Ich hoffe, das sind wirklich tolle Hufeisen. Und nochmal im Ofen. Ich wusste schon, warum ich da stehen geblieben bin. Yay! Und auf den Amboss. Hau drauf! Damit wir so schnell wie möglich fertig werden. Und einmal kühlen, bitte. Und nochmal erhitzen. Mir kommt das fast so vor, als wenn das fast die gleiche Reihenfolge ist. Ja gut, es fällt wahrscheinlich nicht so auf, wenn sich die extrem ändern, weil es ja immer nur drei sind und ja. Wie soll das auffallen bei drei Schritten? Und nochmal im Wasser kühlen. Dann sind wir bestimmt gleich fertig. Ja, sag ich doch. Zweimal Wasser kühlen ist immer so ein Zeichen für, ich bin fertig. Ja, gut gemacht. Jetzt muss das Metall bis morgen ruhen. Danach machen wir weiter. Dann werden wir Jorvik-Eisen brauchen, das du besorgen musst, bevor wir wieder anfangen. Mehr Jorvikisches Eisen. Nun hör zu, Mandy. Wir brauchen Jorvik-Eisen für die Hufeisen. Damit werden sie ewig halten. Erinnerst du dich, wo du das finden kannst? Hier, nimm meine Hacke und reite zur Damaskusmine und hacke Jorvik-Eisen frei. Okay, Damaskusmine. War die hier vorne oder war die da hinten? Ich glaube hier vorne, ne? War das die hier? Wir gucken mal. Ich gucke einfach mal, ob es die war. Ich verwechsel immer so gerne die Minen. Aber ich glaube, das war hier. Ja, das war hier, alles klar. Dann lassen wir Snowy einfach mal direkt draußen stehen. Und gehen alleine rein. Ist ja bestimmt nicht so viel, was wir da hacken müssen. Mal gucken. 5 Stück. Ja, das geht. Das ist okay. Ja, schickt er schon wieder das kleine, arme, schwache Mädchen los, damit es im Bergbau arbeitet. Das ist immer einer. Da geht's, glaube ich, nur... Ah, warte mal. Waren wir hier schon mal? Nee, hier war ich tatsächlich noch nicht hinten, aber hier ist auch nichts. Gut. Genau, dann gehen wir in die andere Richtung. Und immer diese schön spannende Musik hier. Und der letzte. Ich gucke trotzdem mal da hinten. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, die letzten Arme, sag ich mal, gar nicht angeguckt gehabt. Ein Stern! Siehst du, ich sag doch, ich hab's nicht angeguckt. Boah, du hast einen Stern gefunden. Das ist wahrscheinlich ein Stern, den man eigentlich so ziemlich am Anfang finden soll. Aber Klein Mandy hat nie irgendwie nachgeguckt. Immer nur das Nötigste getan und nicht weiter geschaut. Aber yay, jetzt haben wir noch einen Stern gefunden. Supi. Das ist doch wunderbar. Und da ist auch schon ein Regenbogen. Theoretisch könnten wir dann auch nochmal schnell zum Regenbogen reiten. Falls ich das dann noch schaffe, gucken wir dann mal. Also,
Zeitlich schaffen wir das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen dann wegen den Regenbogen von der Zeit her. Weil die ja gerne schnell wieder weg sind. Gut, Mandy. Deine Hufeisen werden nie kaputt gehen, wenn sie Jovikische Eisen erhalten. Okay, bis morgen. Tschüss. Wo ist denn der Regenbogen? Da hinten. Wo ist denn das? Jetzt muss ich mal gucken. Ah, da müssen wir bestimmt irgendwo anders hin. Ich muss erstmal schauen, erstmal orientieren, wo ich da hin muss. Ist bestimmt da hinten. Ah, warte mal. Wo ist das denn? Okay, da müssen wir auf die andere Seite. Ach, das ist in Jalaheim. Ach du Scheiße. Grad mal hier schnell schauen. Ach nee, kann ich nicht hin. Das ist Epona schon auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Dort kann ich also nicht hin. Gut zu wissen. Ja, dann werden wir eine andere Quest machen. Und zwar, ah, genau. Was wir noch ganz schnell machen können. Wobei, ich weiß nicht, ob das wirklich schnell ist. Aber das hatte ich ja schon das letzte Mal gesagt. Dass ich eigentlich zu diesem Geist dahin wollte. Auf zum Geist. Da bin ich nämlich auch sehr gespannt, was es mit diesem Geist auf sich hat. Ich habe absolut keine Ahnung, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach, hier bin ich. Okay, Geist, die ich komme. Der Harry Potter Geist war das, genau. Der mich so extrem an Harry Potter erinnert hat, irgendwie. Mal gucken, ob er noch da ist. Müsste ja aber eigentlich. Wird zumindest auf der Karte angezeigt. Oder ist es was anderes? Nee, das muss der sein. Ja, das ist der 100 Pro. So, schauen wir mal. Genau. Da ist er. Hallöchen. Pass auf, wie du seidest. Du bist ja nicht alleine hier oben. Gespenst? Du bist ein Gespenst. Du kommst hier hochgeritten wie ein Verrückter und sagst, ich wäre ein Gespenst? Obwohl ich nur auf meine Frau warte? Hau ab. Gespenst. Pfff. Das kann ein echtes Gespenst sein. Träume ich? Ich muss mit jemandem sprechen. Vielleicht hat jemand vom Moorland-Stall schon mal sowas gesehen. Sprich mit jemandem über das Gespenst im Nilmers Hochland. Oh, da tanzt jemand. Ach, Dorina ist da. Dorina, winken wir doch mal. Hallo, Dorina. Oh, einmal umarmen. So, in Nilmers Hochland. Da fällt mir doch so ganz spontan nur der Zirkus ein. Vielleicht auch die einzigen, die da irgendwie Ahnung haben oder so. Die sind ja sowieso so ein bisschen seltsam. Oder Baumeister... Nee, der Baumeister ist doch schon längst woanders hingezogen, oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, die haben auf jeden Fall keine Quest hier. Die sind schon mal nicht. Ist denn doch der Baumeister noch da? Der Donald? Da muss ich doch glatt mal gucken. Nee, der war doch aber schon lange nicht hier. Nee, der war nicht mehr hier. Nilmers Hochland, aber das Gasthaus bei der Brücke, das ist, könnte es doch auch nicht sein. Nilmers Hochland, oder ist es tatsächlich in Moorland, wo ich schauen soll? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich gucke einfach mal schnell alles durch. So, hier ist es auch schon mal nicht. Okay. Tschüss, Ed. Schön, dich einmal kurz gesehen zu haben. Gut, dann gehen wir doch nach Moorland. Weil der hat ja eigentlich gesagt, er will in Moorland fragen. Nur, dass er jetzt Nilmers Hochland gesagt hat, das hat mich jetzt doch ein bisschen irritiert. Ja, genau, weil eigentlich hier Nilmers Hochland ist. Aber vielleicht gehört Moorland ja eigentlich zu Nilmers Hochland. Das könnte natürlich sein. Wie schön der Regenbogen ist. Es ist schade, dass ich nicht nach Epona kann. Na gut. Hops, gucken wir trotzdem mal. Der spukt hier immer noch so ein bisschen rum und sonst ist hier ja nichts weiter. Hier ist ja auch sonst niemand so zum Sprechen. Ich wüsste auch nicht, wo ich sonst hingehen sollte zum Fragen. Nee, hier ist ja eigentlich überhaupt nichts mehr. Okay, gucken wir mal in Moorland. Die Moorland Road. Mal gucken, vielleicht hat irgendjemand jetzt ein Ausrufezeichen auf dem Kopf.
Zum Beispiel, die Tann zum Beispiel. Du kannst ein Geist sein. Ein Geist? Du bist ja witzig. Ein richtiger Witzbold, Mandy. Spukt es? Oh, meinst du echt? Also ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich einen Geist gesehen hast. Vielleicht hast du einfach nur schlecht geschlafen oder zu viele Gruselfilme geguckt. Ich weiß nur, dass dieser Ort schon seit langem verlassen ist. Sprich lieber mit Loretta, sie weiß mehr. Okay, Loretta. Gespenst? Hast du auch eins gesehen? Zwei, die an Geister glauben. Ich wusste doch, dass ich nicht verrückt bin, Mandy. Und du hast dich getraut, mit dem zu sprechen? Das hätte ich mich nie getraut. Also, es hat hier mal eine Wettbewerbsbahn gegeben. Ungefähr dort, wo jetzt unsere Strecke steht. Der Anfang der Strecke hat sich nicht mehr so sehr geändert. Aber die alte Strecke war länger und hat auf der anderen Seite des Sau-Silver-Gewässers bei Hillcrest aufgehört. Du hast vielleicht die kaputte Brücke bei den verlassenen Bauernhöfen gesehen. Sie geht andauernd kaputt und manchmal kracht sie sogar zusammen. Ich glaube, dass die kaputte Brücke etwas mit dem Gespenst zu tun hat. Aber weißt du was? Frau Hollowell ist so alt, die weiß bestimmt mehr. Reite zu ihr und frage sie. Okay. Frau Hollowell. Oder wie ich sie gerne nenne. Frau Hollowitz. Und dann gehen wir mal zu Frau Hollowitz. Ja, spricht sich irgendwie schöner aus, finde ich. Und ist ja insgesamt eigentlich das Gleiche. So, gucken wir mal noch ganz schnell. Ein paar Minütchen haben wir noch Zeit. Oh, der Regenbogen. No. Guten Tag. Meine kleine Freundin, was liegt dir auf den Herzen? Die kaputte Brücke in Nimmers Hochland? Damals ist etwas Schreckliches passiert. Seitdem geht die Brücke ständig kaputt. Es war ein schreckliches Unglück. Bei der Wettbewerbsbahn ist die Brücke kaputt gegangen. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Ganz Jurek war schockiert. Aber wie weißt du davon? Das ist ja vor Ewigkeiten geschehen. Du willst wissen, wer umgekommen ist? Ich weiß nur, dass es ein hübscher Mann mit einem hübschen Pferd war. Die Zeichnungen waren voll davon. Es gibt sicher noch ein paar alte Ausgaben der Jovikschen Gazette im Archiv der Bibliothek. Ich würde dort suchen. Viel Glück. Okay, seid ihr zur Bibliothek beim Weingarten und suche nach Informationen über das Unglück. Welche Brücke denn überhaupt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Brücke sie meint. Die nach Janaheim? Nee. Ich glaube, ich stehe wahrscheinlich nur so ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Und wenn ich die Brücke sehe, dann denke ich, ach, na logisch, na klar, wie soll das auch sonst anders sein? Warte, nee, hier. Okay, Weingarten, genau. Auf zum Pferdesportcenter! So, Pferdesportcenter, da haben wir das Pferdesportcenter. Auf wie geht's? Ja, da finden wir bestimmt irgendwie was. Das ist doch alles sowas archiviert irgendwie, sowas, was Wichtiges, was Schlimmes, was passiert ist. Außer es fehlt davon jede Spur. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber ich würde sagen tatsächlich, dass wir das erst in der nächsten Folge machen. Denn wir haben schon wieder Zeit verloren, beziehungsweise es ist schon wieder soweit. Die Zeit geht ja so unglaublich schnell vorbei. Man glaubt es kaum. Deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.